Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu meinem Lesemonat des Monats Mai. Im Mai habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Bücher gelesen. Darunter waren tatsächlich 13 Printexemplare und ein E-Book. Ich habe diesen Monat tatsächlich kein einziges Hörbuch fertig gehört. Das liegt allerdings daran, dass mein Hörbuch fast 40 Stunden hat. Ich höre nämlich gerade Outlander Band 1, weil ich momentan total auf dem Outlander-Trip bin. Aber das ist eine andere Geschichte und vielleicht schaffe ich es, das Hörbuch bis Ende Juni auch fertig zu hören. Ja, ich würde aber sagen, wir starten jetzt mit dem ersten Buch, das ich im Mai 2022 beendet habe. Es ist nicht das erste Buch, das ich im Mai beendet habe, aber eins davon. Also wir starten mit dem ersten Buch aus meinem Lesemonat. Das wäre nämlich Dirty Headlines. Schon tausendmal in die Kamera gehalten, sei es jetzt bei meinem Subvideo, sei es jetzt bei meinem What I Read Next Video, sei es jetzt bei meinem 22 für 22 Video. Ich habe es jetzt im fünften Monat des Jahres endlich geschafft, dieses Buch zu lesen. Schaka! Ich werde es euch also vermutlich bis Jahresende nicht mehr unter die Nase halten. Yes! Es gibt so Bücher, die verfolgen einen einfach, oder? Ja, ich habe das Buch damals gewonnen bei Instagram, bei der lieben Laura. Und habe es seitdem tatsächlich hier versauern lassen. Und dabei hat es mir echt richtig, richtig gut gefallen. Ich habe also keine Ahnung, warum es so ewig hier gestanden hat. Ja, wir begleiten Jude Humphrey. Sie ist so ein bisschen so ein Pechvogel. Sie ja, hat momentan keine Arbeit, beziehungsweise fängt bald eine neue Arbeitsstelle an und schlägt sich so ein bisschen durchs Leben, hat dann einen One-Night-Stand und raubt diesem seine Brieftasche, weil sie halt versuchen muss, sich und ihren Vater überrunden zu halten, über Wasser zu halten. So. Normalerweise würde sie sowas nie tun, aber die haben halt echt Geldprobleme. Der Papa ist krank und sie weiß halt nicht, wie sie die Behandlung bezahlen soll. Und dann sagt sie, komm, der Typ ist total arrogant, der Typ stinkt nach Geld, ich nehme die Geldbörse jetzt einfach mit. Was ich noch mega witzig fand, jeder normale Taschendieb, also so in meinem Sinn, würde einfach die Brieftasche, das Geld rausnehmen und verschwinden. Aber sie googelt noch, was die Brieftasche wert ist. Und als sie dann rausfindet, dass das so, weiß ich, $700 sind, nimmt sie die auch noch mit. Also das war so ein witziger Moment, wo ich sehr, sehr, sehr lachen musste. Mehr über den Inhalt werde ich nicht erzählen, aber das fand ich halt mega witzig. Das wollte ich unbedingt mit euch teilen. Ja, wie es dann das Schicksal so will, taucht der Typ natürlich nochmal in ihrem Leben auf und stellt sich als ihr neuer Boss raus. Das ist nichts, was ich euch jetzt irgendwie spoilern würde. Das steht auch alles im Klappentext. Na, komm, Lana ist mal wieder am Start. Es ist einfach ein New Adult Roman. Es ist eine Boss meets Angestellten Geschichte. Da kann man das Rad nicht neu erfinden. Auch keine L.J. Sheen. Ich mag einfach ihren Schreibstil. Ich mag ihre bösen Charaktere, die eigentlich doch nicht böse sind. Und ja, das Buch hat mir wirklich gut gefallen. Es sind noch ein paar Punkte drin, die ich nicht habe kommen sehen. Das freut mich ja dann gerade im New Adult Bereich doch immer sehr, weil, ja, wie gesagt, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber ich habe, glaube ich, 4 Sterne vergeben, weil mich so ein paar Sachen gestört haben, die ich euch aber nicht erzählen kann, weil ich das sonst spoilern würde. Aber ja, es waren mir manchmal wieder so zu viele Zufälle und zu viel, oh, die Protagonistin hat ihr Leben lang kein Glück und jetzt auf einmal funktioniert alles und alle finden sie toll. Diese Thematik. Dann habe ich euch in dem Neuzugänge-Video ja schon erzählt, dass ich Das verratene Herz von Stefanie Hase bereits gelesen habe. Hier ist es im Lesemonat. Das ist der zweite Band der Dilogie und quasi dann halt auch das Finale, der Abschluss. Ich habe das Buch im Drachenwinkel Buchclub
in einer Leserunde gelesen, beziehungsweise durfte ich die Leserunde auch moderieren und habe das Buch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Man kann sich auch ab und zu mal bedanken, auch mal in den Videos. Ja, das Verratene Herz, wie gesagt, ist der zweite Band, geht direkt storytechnisch nach dem Ende von Band 1 weiter. Wir begleiten diverse Charaktere. Also das Buch ist nicht nur aus der Sicht von einer Protagonistin oder eines Protagonisten oder zwei geschrieben, sondern es sind mehrere. Ja. Ich kann euch jetzt nicht so viel zu diesem Buch erzählen, ohne Band 1 zu spoilern, aber in der Reihe geht es um vier Göttergaben, wie der Untertitel schon heißt, die vier Göttergaben. Und um vier Protagonisten, die quasi zu diesen Göttergaben gehören. In Band 1 begleiten wir Malena, die Kronprinzessin, und ihren Halbbruder Valerian. Die wollen halt dafür sorgen, dass die Geschlechtertrennung im Palast aufgehoben wird. Und dementsprechend möchten sie diesen Wunsch auf eine der Göttergaben auf die Tontafel schreiben. Das dürfen die nämlich als Kronprinz und Kronprinzessin. Ja, es ist nämlich ihr größter Wunsch, dass Männer und Frauen quasi zusammen leben dürfen. In anderen Ländern ist das so, bei denen im Palast in Alani ist das halt nicht so. Und ja, im Endeffekt haben diese Göttergaben noch viel, viel mehr zu bieten und noch ja, die birgen noch viel, viel mehr Geheimnisse. Und das wird halt jetzt im zweiten Band aufgelöst. Es ist für mich gerade super schwer, nichts zu verraten, was den Inhalt angeht. Es ist auf jeden Fall eine Jugendbuch-Fantasy-Romantasy-Geschichte über erste Gefühle, über ja, die Göttergaben, über Freundschaft. Mir hat es am Anfang ein bisschen... Also gerade bei Band 1 war es von Anfang ein bisschen schwer für mich reinzukommen, weil es eben so viel Protagonisten waren. Und ich hatte das Problem, ich habe zuerst mit dem Hörbuch angefangen und dann ist man am Autofahren und am Kochen und hört manchmal nur mit einem Ohr zu. Und wenn man dann halt verschiedene weibliche Protagonisten und verschiedene männliche Protagonisten hat, muss man dann erstmal gucken, wer spricht denn da gerade? Wessen Kapitel ist das gerade? Und das war mein Problem. Und dann, als ich aufs Buch umgeswitcht bin, war es dann doch deutlich einfacher. Ich finde halt immer, je mehr Charaktere dabei sind, desto schwieriger wird es, in eine Geschichte reinzukommen. Aber es hat sich am Ende gelohnt. Ich war vollends begeistert. Dann habe ich Mehr als du denkst von Maya Overbeck gelesen. Das habe ich euch auch im Neuzugänge-Video vorgestellt. Ja, wir begleiten Marie, die einen Wochenendtrip mit ihrem Mann macht. Er möchte sie überraschen und sie fantasiert schon von Strand in Italien etc. Und dann wird es doch nur eine Waldhütte mit den Schwiegereltern in den Bergen. Yay! ja, die beiden haben ein bisschen Eheprobleme und sie dachte halt, dass... ja, so ein Ausflug nach Italien ans Meer von ihrem Mann geplant, das Ganze wieder ein bisschen retten könnte, war dann halt nicht so. Und zu allem Übel taucht dann auch noch Leos früherer bester Freund Nick auf, der ja damals schon Maries Gefühlswelt so ein bisschen in Struggle gebracht hat. Als dann Leo dann auch noch abhaut, weil er beruflich doch wieder weg muss, was so ihr Hauptproblem miteinander ist, dass er so viel arbeitet und sie quasi immer nur an ihm rumnölt, ja, wird das Ganze halt kompliziert. Alles in allem hat das Buch, lass mich lügen, 400 Seiten. Ich hatte das Gefühl, dass einiges mega gestreckt wurde. Es waren halt immer so Sprünge in die Vergangenheit wieder drin, um halt besser nachvollziehen zu können, warum Marie jetzt, sobald sie Nick sieht, halt so reagiert, wie sie reagiert. Meines Erachtens hätte es diese
langen Ausschweifungen in die Vergangenheit nicht gebraucht. Man hätte einfach sagen können, das und das und das ist passiert und deshalb ist das und das und das passiert. Oh Gott, super erklärt. Ja, im Endeffekt kristallisiert sich halt immer mehr raus, wie kaputt die Ehe von Marie und Leo ist und ja, sie blüht dann halt in Gesprächen und Aktivitäten mit Nick immer mehr auf und als Leser kriegst du halt so die Vermutung, dass sie halt besser ihn geheiratet hätte. Aber ja, wie es halt in dem Liebesroman so ist, gibt es halt diverse Problematiken, die meines Erachtens nicht zu 100% perfekt gelöst wurden. Also manches, ja, war einfach wieder so ein Problem der Kommunikation, was ich halt in vielen Büchern auch anspreche und ankreide. Aber ja, wenn man keine Probleme einbauen würde, auch was die Kommunikation angeht, dann hätte das Buch vermutlich auch nur 200 Seiten gehabt. Ein Buch, das mich kommunikationstechnisch mal wieder so richtig abgehoben hat, wo ich dachte, ja, genau so. Protagonistinnen, die miteinander sprechen. Es gibt sie noch. War Still Missing You von Valentina Fast. Wir kennen sie ja aktuell oder bisher nur als Fantasy- und Romantasy-Autorin. Jetzt hat sie ihren ersten New Adult-Roman rausgebracht und ich bin absolut begeistert. Ich würde sogar fast behaupten, dass es in der Top 3 meines Lesemonats landet, das Buch. Es geht um, jetzt kommt wieder der Name, Hazel. Hazel ist zurück in ihrer Heimat, wo sie in einer Pflegefamilie mit mehreren anderen Pflegekindern gelebt hat, weil ihre Oma gestorben ist. Muss sie halt zurück in ihre Heimat und wollte da eigentlich nicht mehr hin, weil ihr dort das Herz gebrochen wurde von ihrem Pflegebruder. Ja, der heißt Derek. Oh, Derek. Ja, der ist natürlich dann auch vor Ort und bei der Testamentseröffnung kriegen sie halt gesagt, dass die Großmutter ihnen ein Hotel vererbt hat, das sie kurz vor ihrer Erkrankung gekauft hat und eigentlich selbst renovieren wollte. Und ja, die verrückte Großmutter wäre nicht sie, wenn sie nicht einen Hintergedanken gehabt hätte. Sie sagt nämlich, entweder renoviert ihr das Hotel gemeinsam als Familie, ihr vier Pflegekinder, und rottet euch quasi dann wieder zusammen, oder das Hotel geht in, ja, in Eigentum der Stadt über. Und dann hätten sie halt nichts mehr von ihrer Großmutter. Ja, gesagt, getan. Die vier versuchen mit allen Mitteln dieses Hotel wieder auf Vordermann zu bringen. Sie versuchen auch, die Beziehungen untereinander wieder auf Vordermann zu bringen. Und sie reden einfach miteinander. Ich liebe Hazel. Hazel sagt nämlich nicht einfach nur so Badass-mäßig, was Phase ist, sondern sie kann auch mega gut argumentieren. Und das ist was, was ich in super vielen, gerade New Adult-Geschichten, kläglich vermisse. Ja, wie gesagt, ich habe das Buch sehr, sehr geliebt. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, der mal eine anständige New Adult-Geschichte lesen möchte. Still Missing You. Dann hat mich noch ein Buch erreicht von Catherine Stafford, Zwischeneinander. Hab dann auch nach wenigen Seiten festgestellt, dass es sich um einen zweiten Band einer Geschichte handelt. Also laut Dr. Google kann man die Geschichte auch unabhängig voneinander lesen. Aber ich finde es persönlich halt immer schöner, wenn man die Vorgeschichte schon kennt und den Charakter vielleicht schon kennt. Weil meines Erachtens in Band 2 oftmals nicht mehr so in die Tiefe gegangen wird, was die Charakterdarstellung angeht, wo man dann nicht so 100% erfährt, wer ist der Typ eigentlich. Klar erfährt man hier trotzdem noch genug über Richie und weiß, wer er ist und weiß, was so in seinem Kopf vorgeht. Aber mein Monk hat gesagt, I don't like this. Ja, es geht um Richie. Richie ist ganz offen homosexuell und ja, hat aber ein riesiges Problem mit seinem Selbstwert. Er verliebt sich dann auch noch unglücklich und derjenige, ja,
möchte das Ganze so ein bisschen geheim halten. Also das ist die Geschichte seiner Vergangenheit, die ihn halt so geprägt hat. Und sagte man, nein, ich bin nicht homosexuell, aber im Endeffekt ist er's oder bisexuell oder whatever. Weil jedes Mal, wenn er getrunken hat, ist Richie dann wieder super toll und nicht nur der beste Freund. Ja, und die Geschichte mit ihm, die prägt Richie halt so richtig und dann switcht das Ganze in die Gegenwart. Er lernt wieder jemanden kennen und die alten Zweifel sind aber immer noch da und darum geht es halt auch in der Geschichte, dass Richie halt lernen muss, ja, dass nicht jeder ihm was Böses möchte. Ich glaube, das ist auch so ein allgemeines Problem der Gesellschaft, dass jeder sich immer gleich persönlich angegriffen fühlt und denkt, jemand möchte ihm was Böses oder ihr. Dann, finally, habe ich mein, ich glaube, es war ein Geburtstagsgeschenk 2021 Buch gelesen. Das habe ich nämlich von der lieben Nenia geschenkt bekommen. Vielen Dank. The Run, Lauf um die Liebe. Die Prüfung der Götter von Dana Müller-Braun. Es geht um Sari, die aktuell noch als Phantom in der Gesellschaft lebt. Bis zu ihrem 18. Geburtstag dürfen die Menschen sich nur Phantome nennen. Sie haben keine Namen und dürfen sich auch nicht gegenseitig mit Namen ansprechen. Zu ihrem 18. Geburtstag müssen sie dann quasi The Run absolvieren, einen Lauf, in dem sie quasi die Gaben der Gottheiten empfangen und Prüfungen ablegen. Es ist so ein bisschen, es hat mich irgendwie an das verratene Herz und den verbotenen Wunsch erinnert, aber auch so ein bisschen an ein Kleid aus Seide und Sternen, als so eine richtige Mischmasch-Fantasy-Geschichte. Ich meine, man kann das Rad auch nicht neu erfinden, ne, sind wir mal ehrlich. Aber ich fand es richtig, richtig schön gelöst, wie diese Prüfungen zu absolvieren waren und wie sich die Charaktere miteinander auf einmal verbunden haben. Es war jetzt kein absolutes Highlight für mich, weil es einfach zu viele Punkte hatte, die mich an andere Geschichten erinnert haben. Das soll für mich jetzt kein großer Punktabzugskritikpunkt sein, aber zum Beispiel war sie mit einem magischen, sehr, sehr, sehr kraftvollen und magisch hoch angesehenen Mann, mächtigen Mann, magisch mächtig, ihr wisst, wie ich es meine, unterwegs. Und das war halt so total Kleid aus Seide und Sterne. Und ich hatte die ganze Zeit die anderen beiden Charaktere im Kopf, als ich das hier gelesen habe. Und das hat mir das Ganze halt so ein bisschen, ja, nicht verdorben, aber es hat so einen Beigeschmack gehabt. Wäre das der einzige Punkt gewesen, der mich an das andere Buch erinnert hätte, wäre das auch vielleicht okay gewesen, aber es gab noch ein, zwei andere Punkte dazu, die dann halt auch Kleid aus Seide und Sterne ähnlich waren und hier nur ein bisschen anders verpackt wurden. Ja, das hat das halt ein bisschen getrübt, meinen Enthusiasmus, das Buch zu lesen. An und für sich ist es einfach eine wunderschöne Geschichte. Cliffhanger, ich möchte auch wissen, wie es weitergeht, aber wird für mich kein Highlight sein. Dann habe ich mich diesen Monat mal wieder in ein anderes Genre begeben, nämlich einen Jugendbuch-Thriller. Ich bin ja echt nicht so der große Thriller-Leser, aber ich muss sagen, das Buch hat mich begeistert, es hat mich gepackt. Es stand ja auch auf meiner nicht Want-to-Read-Liste, aber ich mache ja jedes Quartal ein Neuerscheinungsvideo und da hatte ich das Buch mit aufgenommen, weil es sich einfach für mich super, super gut angehört hat. Es geht nämlich um Jewel. Also es spielt anscheinend in Holland, weil es klingt nach einer holländischen Autorin und die Namen der Protagonisten klingen auch irgendwie holländisch. Jewel und ihr Bruder Milan, genau. Ich glaube, die sind sogar Zwillinge. Ich möchte es jetzt nicht laut schreien, auf jeden Fall sind sie Geschwister, sagen wir es mal so. Und Milan kommt ums Leben. Milan betreibt einen YouTube-Kanal, in dem er so ein Wahrheit- oder Pflicht-Aufgaben löst. Und eines Tages geht Jewel ans Grab und kümmert sich so ein bisschen. Und da steht halt Dare or Truth, also Wahrheit oder Pflicht, auf der Erde.
in der Graberde und sie möchte halt rausfinden, wer das war und kriegt plötzlich auch Nachrichten und Briefe, in denen jemand ihr sagt, hey, du, pass mal auf, wenn du jetzt mit mir Wahrheit oder Pflicht spielst, dann erzähle ich dir, was in der Nacht, als dein Bruder starb, wirklich passiert ist. Und um diese Auflösung geht es dann halt in dem gesamten Buch. Ich fand es mega spannend. Es hatte super viele Plot-Twists, die ich nicht habe kommen sehen. Und ich bin mir tatsächlich nicht mal so sicher, ob das nicht ein Genre werden könnte, das mir gefällt. Ich werde es vielleicht im Juni nochmal testen. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, war The Stories We Write von Olivia Dade aus dem Hause KISS. Und ich bin ja normalerweise immer so, dass ich von den Protagonisten in den Büchern schwärme. Leider hat mich April maximal genervt. Es ist so. In dem Buch geht es um April, die eine Plus-Size-Figur hat und Fanfiction schreibt. Das sind zwei Punkte, an denen man sie ausmachen kann. Ja, finde ich im ersten Moment beides mega cool, weil ich es immer so ein bisschen nervig finde, dass in jedem Buch die Protagonistin mega heiß, mega sexy, flacher Bauch, bla 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 und so weiter ist und nicht einfach mal so eine normalsterbliche Person als Protagonistin genommen werden kann. April ist halt jetzt plus size und die Thematik, auf die sie da eingeht, ist auch mega wichtig und ich finde es super klasse, dass sie das mit aufgenommen hat. Fanfiction habe ich bisher keine Kontaktpunkte in meinem Leben gehabt, aber finde ich auch mega cool und auch, dass April ein Cosplay sich gebaut hat zu ihrer Lieblingsserie, über die sie diese Fanfiction schreibt, fand ich auch mega klasse. Ja, das waren alles Punkte, wo ich im Vorfeld gesagt habe, ich muss dieses Buch lesen, finde ich so genial. Ja, im Endeffekt war mir April einfach viel zu oft viel zu engstirnig. Es ist halt so, was im Klappentext auch steht, sie postet ein Bild von sich im Cosplay von dieser weiblichen Protagonistin aus dem Film, aus der Serie. Also steht also im Klappentext, da verrate ich euch jetzt nicht so viel zur Story. Und wird dann halt im Inhalt gedisst, weil sie dick ist. Und weil die Charakterin, was ist so, die Protagonistin in der Serie halt schlank ist. Und dann mischt sich auf einmal der männliche Protagonist der Serie in diesen Twitter-Hate mit ein und verteidigt sie und lädt sie zu einem Date ein. Und man merkt halt einfach, April will im Laufe des Buches und bei den Dates als total tough und selbstsicher auftreten und möchte auch ihr Leben so ein bisschen wandeln, dass die Leute wissen, dass sie Fanfiction schreibt, dass sie wissen, dass sie Cosplays trägt, dass sie wissen, dass sie eine starke Frau ist. Aber es gab Momente, da ist ihr jemand aus Versehen total unbewusst auf die Füße getreten mit Dingen, die er halt nicht wissen kann, weil er sie nicht kennt oder sie. Und sie war da total engstirnig und hat nicht mehr mit den Leuten geredet und hat sie ignoriert und hat nicht mehr mit ihnen gesprochen, nicht mehr mit ihnen geschrieben. Etc., etc., hat alles gekappt. Und das war halt so ein Moment, wo ich mir dachte, wenn das jetzt einmal gewesen wäre, okay, man hat irgendwie aneinander vorbeigesprochen, blablabla. Aber es kam mehrmals im Buch vor, dass jemand was gesagt hat, was sie verletzt hat, was derjenige aber nicht wissen konnte, dass es sie verletzt. Und dann hat sie halt einfach reagiert wie ein kleines Kind. Ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Und das hat mich halt maximal genervt. Und das ist der Punkt, wo ich eben schon gesagt habe, Kommunikation. Wenn ich jemanden neu kennenlerne und der lädt mich zu einem Date ein, wohin, wo ich absolut nicht hin möchte, dann sage ich doch einfach, du, pass auf, das ist ein Laden, da will ich nicht hin. Das ist nur einfach irgendein Beispiel, ne? Aber sie nimmt halt vieles so persönlich und jeder meint's böse mit ihr, hat man manchmal das Gefühl. Und das sind halt so Dinge, Mädchen, mach den Mund auf und rede.
Gott gab dir einen Mund. Sag doch, wenn dir was nicht passt. Und das passt halt irgendwie für mich nicht zu einer Protagonistin, die als stark und selbstbewusst dargestellt werden will oder soll. Und ich hatte halt ganz oft das Gefühl, dass gerade was so Fatshaming und so angeht, dass da enorm ausgeholt wurde. Also dass die Autorin selbst mit dem Thema sich auseinandersetzen musste und dass die halt im Buch auch viel verarbeitet, was ich super gut finde. Aber es wurden dann seitenlang Monologe gehalten. Hilfe, Tisch. Es wurden dann seitenlang Monologe gehalten, wo ich dachte, ja, die Hälfte hätte es auch getan. Wir haben den Kern der Aussage kapiert. Ja, das waren halt also Punkte und es waren mir auch wieder zu viel Zufälle und plötzlich läuft alles klasse und prima für die Protagonistin und vorher war es halt nicht so. Ja, haben wir zu viel gewollt. Wisst ihr, wie ich meine? Zu viel gewollt und es hat die Geschichte dann einfach überreizt. Dann habe ich mit drei anderen Bookstagram-Mädels The Undercover Bridesmaid gelesen und es ist einfach das lustigste Buch, das ich seit langem gelesen habe. Und das nicht unbedingt wegen der Geschichte, obwohl die auch mega witzig war, aber am Ende der Kapitel waren halt immer so, ich muss mal gucken, ob ich es finde, wie so Chatverläufe zwischen ihr und den Kunden. Jetzt natürlich, jetzt wo ich was suche, finde ich es nicht. Da, hier so. So Chatverläufe. Ja, es geht nämlich um Sophie. Sie ist Undercover Brautjungfer. Das heißt, man kann sie buchen, um quasi sie als Brautjungfer zu engagieren. Sie kümmert sich dann um sämtliche Belange für die Braut und guckt, dass es halt der schönste Tag ihres Lebens wird und hat halt mega kuriose Bräute, die verrückte Sachen wollen, zum Beispiel, dass sie in ein Chewbacca-Kostüm springt und sie macht halt alles für ihre Bräute und regelt alles und da sind dann halt so Chatverläufe auch mit Firmen, Catering und hast du nicht gesehen, wo einfach alles schief geht und eigentlich habe ich über die Chatverläufe, oh, ich sehe meine Nase, über die Chatverläufe fast am meisten gelacht. Ja, dann kriegt sie halt einen Auftrag für eine Hochzeit im, ich sag mal, im adeligen Kreis. Und die Braut ist halt ein richtiges Bridezilla-Monster. Also die hat da gar keinen Bock auf Sophie und will sie auch gar nicht dabei haben und stellt ihr halt super oft ein Bein und legt ihr Steine in den Weg. Und Sophie meistert halt alles irgendwie. Das ist richtig witzig. Und dann wird halt eine Love-Story angeteasert und du denkst halt so bis zu 80% des Buches, wann kommt denn da jetzt mal eine Love Story? Also die wurde echt sehr, sehr klein gehalten. Das hatte ich auch nicht erwartet. Ich dachte, da geht es mehr um Sophies Liebesleben. Aber dieses Bridesmaid-Ding steht halt voll im Fokus und das ist tatsächlich auch gut so. Letzten Monat habe ich euch ja Mr. Parnassus vorgestellt. Diesen Monat habe ich Wallace Price gelesen vom gleichen Autor. Und hier geht es um, wie der Name schon sagt, Wallace Price, der im Leben ja nicht unbedingt der netteste Mensch war und dann stirbt er. Er kommt in dieses Zwischenreich, in dieses Geisterreich und kriegt nochmal die Chance, so ein paar Dinge zu regeln. Das ist eigentlich so der grobe Inhalt des Buches. Das Buch hat fast 500 Seiten. Meines Erachtens hätte es die jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also nach Mr. Parnassus war ich halt so mega gehypt auf dieses Buch. Wurde dann so ein bisschen enttäuscht. Nicht unbedingt vom Buch an sich, aber von diesem Ende. Ich sag einfach nur mal so viel. Ich bin ja ein Happy End Mensch und es gab auch ein Happy End. Wie das jetzt aussah, sei mal dahingestellt. Aber ja. Ich glaube tatsächlich, in diesem Buch hätte ich kein Happy End gewollt, weil dann hat sich nämlich im Nachhinein die Frage gestellt, warum soll ausgerechnet für ihn jetzt die Ausnahme gemacht werden, wenn andere nicht ihr Happy End kriegen. Wer es gelesen hat, weiß, was ich meine. Es ist super schwer jetzt zu erklären, wenn man nicht weiß, wie es endet. Aber das große Plus in seinen Büchern ist halt einfach, sein ein ganz anderer Schreibstil. Also die Geschichten sind ganz anders aufgebaut, sind ganz anders emotional gesehen.
Man ist irgendwie total emotional in der Geschichte mit drin, auch wenn einem die Geschichte per se jetzt nicht so 100% gefällt. Das macht der Autor halt richtig, richtig gut. Und ich kann es auch empfehlen, natürlich, aber jetzt, wenn beide Bücher halt erschienen sind, würde ich zuerst das hier lesen und danach Mr. Parnassus, weil ich halt finde, dass Parnassus besser ist und man dann, wenn man so gehypt ist, hier halt leider ein bisschen enttäuscht ist. Dann habe ich ein Buch gelesen, was auf jeden Fall Platz 1 meines Lesemonats ausmachen wird. A Place to Love von Lily Lucas. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein ganz, 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 ganz großer Green Valley Fan bin. Jetzt hat die liebe Lily eine neue Reihe auf den Markt gebracht. Die Cherry Hill Reihe, würde ich jetzt mal behaupten, heißt sie. Es geht nämlich um eine Obstfarm in Colorado. Ja, Colorado. Und drei Schwestern. Es gibt drei Bücher, erstmal. Um drei Schwestern und ihre Geschichte. In Band 1 begleiten wir Juniper. Sie leitet quasi jetzt die Obstfarm ihres Vaters und hat dafür ihre große Liebe sausen lassen. Hätte sie nämlich an ihrer Liebe festgehalten, dann hätte sie nicht zurück nach Cherry Hill fahren können und hätte sie gesagt, ich fahre nach Cherry Hill, hätte ihr Liebster seinen Traum aufgeben müssen. Also hat sie sich von ihm getrennt, ohne das mal wieder mit ihm zu kommunizieren. Und plötzlich steht er halt wieder auf der Matte und ihre Gefühle fahren halt wieder Achterbahn. Und dieses ganze Farmleben-Setting ist einfach wieder so schön. Und man hat halt einfach wieder dieses Wohlfühl-Feeling. Das hat sich jetzt so doof angehört, aber es ist so. Ich habe mich direkt in Cherry Hill verliebt. Ich habe mich so wohl gefühlt und ich kann gar nicht abwarten, bis September ist und bis Band 2 erscheint. Wir begleiten Phoebe, die quasi ans andere Ende des Landes vor ihrer Familie flüchtet. Sie möchte mit denen auch nichts mehr zu tun haben und baut sich quasi auf der Uni ihr neues Leben auf. Hat dort auch einen Freund, hat dort eine Clique, hat dort eine beste Freundin. Und genau mit dieser fliegt sie deren Familie besuchen, die seltsamerweise oder lustigerweise, zufälligerweise auch in Phoenix wohnt. Und läuft dort quasi ihrer Jugendliebe wieder über den Weg. Und plötzlich sind da die alten Gefühle wieder da und sie fragt sich halt oder hinterfragt halt, warum er Dinge getan hat, die er getan hat. Dabei sagte er früher, dass er was anderes tut. Ist schwer zu erklären. Auf jeden Fall kommt sie dann halt zurück auf die Uni und weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Und ja, es geht halt wirklich viel um das Ausklabustern ihrer Gefühle. Und irgendwie war es für mich halt schwierig, gerade mit ihrem Freund, der wirklich der liebste, tollste, netteste, whatever der Welt oder so dargestellt wird. Und dann ging es ihr halt zeitweise nicht so gut, ein, zwei Wochen, drei Wochen lang. Und dann wurde er direkt arschig. Und das war halt so für mich, hä? Wie? Wieso wandelt sich dieser Charakter auf einmal so? Und dann kommen so viele Zufälle aufeinander, dass es mir schon wieder too much wurde. Das habe ich auch in meiner Rezension so geschrieben. Im Leben passieren immer Zufälle, aber in diesem Buch war es halt so an den Haaren herbeigezogen. Dinge, die in dieser Menge und in dieser Zeitspanne niemals hätten passieren können im richtigen Leben. Und das hat mir das Buch halt auch so ein bisschen versaut. Last but not least habe ich noch zwei Bücher hier liegen. Wie ich euch schon erzählt habe, bin ich ja aktuell selbst am Schreiben einer Fantasy-Geschichte mit Hexen. Und deshalb habe ich noch zwei Hexenbücher gelesen, die gerade auf den Markt gekommen sind, damit ich einfach nichts in meine Geschichte mit einbaue, was gerade erst auf dem Markt erschienen ist. Ist mir nämlich mit Love Me Girl und Love Me Boy passiert, dass dort Dinge drin waren, die gerade in einem anderen New Adult Roman so ähnlich passiert sind. Und ich hatte den halt einfach noch nicht gelesen und
Ja. Ich mag halt dieses Gefühl nicht, dass jemand sagt, oh, das hat die von dem und dem abgekupfert, wie es jetzt eben bei The Run zum Beispiel war. Und das möchte ich vermeiden und deshalb habe ich diese beiden Bücher gelesen. Zum einen war das Kingdom of the Wicked, der Fürst des Zorns, in dem wir die junge Hexe Emilia begleiten, deren Zwillingsschwester Vittoria umgebracht wird und sie möchte halt quasi herausfinden, was passiert ist. Das ist so eigentlich die komplette Story zusammengefasst. Sie muss dann halt mit dem Fürst des Zorns zusammenarbeiten. Und es gibt noch verschiedene andere Fürsten und die lernen wir auch alle kennen. Und das ist auch mega cool. Und dieses ganze Setting mit Palermo hat mir mega gut gefallen. Und dass diese italienische Lebensart mit in die Geschichte mit einfließt, fand ich mega cool. Sie hat auch zwischendurch immer gekocht. Und jedes Mal, wenn ich es gelesen habe, dachte ich mal so, oh, möchte das bitte haben. Ja, also an und für sich ein super, super grandioser Auftakt. Es sind auch Dinge vorgekommen, die ich so in Geschichten noch nicht gelesen habe. Es gab mega Plot-Twists. Am Anfang denkst du, der ist der Böse. Und dann denkst du, nein, der ist der Böse. Und dann denkst du, der ist der Böse. Und irgendwie, ja, am Ende ist es doch jemand ganz anderes. Gefühlt. Ja. Ich würde dieses Buch tatsächlich auch auf Platz 2 meines Lesemonats setzen. Ich habe mir nämlich jetzt angewöhnt, ich mache jetzt eine Top 3 meiner Lesemonate immer, um euch zu signalisieren, welches die guten Bücher sind, die ihr auf jeden Fall lesen müsst. Platz 2 auf jeden Fall das hier. Und dann haben wir last but not least, really last but not least, Shadowborn von Melanie Lane. Hier begleiten wir eine richtige Badass-Protagonistin. Sie heißt Chuchu, wird sie immer genannt, aber ich glaube, sie heißt Juliette. Ich glaube, sie heißt Juliette. Und hat auch eine absolut furchtbare, oh, da kommt ein Vogel, eine furchtbare Familie, mit der sie eigentlich gar nicht so groß zu tun haben möchte, weil die auch immer nur auf ihr rumhacken und sie fühlt sich da, ja, fühlt sich da nicht wohl, weil sie eigentlich so die Nette in der Familie ist und die anderen sind alle so düster und hinterhältig und intrigant. Ja, die Familie von Juliette hat quasi einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Sie müssen ihm jeden Monat jeder eine Seele bringen und Juliette möchte das halt einfach nicht und geht dann halt hin und trickst den Teufel aus, indem sie immer nur jedem Menschen so ein bisschen Energie abzwackt, bis sie dann am Schluss so eine ganze Seele zusammen hat und dafür dann halt niemanden umbringen muss. Ja. Dann arbeitet sie in einer Bar und hat ein sehr, 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 sehr enges Verhältnis zu dem Besitzer. Er ist halt ein Mensch und sie möchte ihn quasi vor ihrer Familie schützen und deshalb fängt sie auch nichts mit ihm an. Hat aber eigentlich Gefühle für ihn, also das steht auch alles im Klappentext, das verrate ich, da verrate ich euch nicht so viel. Ja, aber dann überschlagen sich die Ereignisse, es geschieht etwas, was ihn quasi trotzdem in die Welt der Hexen führt und sie versuchen halt jetzt herauszufinden, wie sie das Ganze wieder rückgängig machen können. So würde ich das jetzt beschreiben. Ja, Chuchu ist halt richtig badass, sie hat auch noch eine beste Freundin, die ich richtig, richtig cool fand. Meine Protagonistin hat auch eine beste Freundin, deshalb muss ich mal gucken, wie ich das ein bisschen umschreibe, beziehungsweise, dass es halt nicht so klingt wie diese beste Freundin. Und ja, man kann das Rad halt nicht neu erfinden, aber mir war es halt hauptsächlich wichtig, dass ich keine richtig gravierenden Dinge, die dieses Buch ausmachen oder das andere Buch ausmachen, in meiner Geschichte auch mit aufnehmen. You know what I mean? Yes. Ja, das war jetzt auch mein Lesemonat. Ihr dürft mir jetzt wie immer in die Kommentare schreiben, welches Buch ihr davon gelesen habt, welches Buch ihr lesen wollt, welches Buch ihr von denen, die ich gelesen habe, am besten oder am schlechtesten oder whatever gefunden habt. Ich verabschiede mich jetzt, werde jetzt meine Kleine aufwecken und dann schauen wir mal, was wir noch machen. Ich wünsche euch was. Tschüss.